Wir haben heute die 50. Mahnwache. Es ist sehr kalt. Seite. Das sind auch Sachen, die neben wissenschaftlichen sehr viel Menschliches enthalten. Und ein Leitspruch von mir ist immer so drin: Wahrheit und Liebe statt Lüge und Hass. Ja, gut, ja, gut, ich möchte zuerst sagen: Ja, ich schätze die Seite von der Christel mehr auch sehr, gell, unter anderem. Ich habe mir vorgenommen, was ich eh schon auch teilweise mache, aber ich habe immer wieder, wie soll man sagen, stark zurückgeworfen, weil ich sehe, also, welche Apathie überall herrscht oder einerseits sagen die Leute, sie wissen eh und so weiter, und das ist so eine Atomisierung der Gesellschaft. Aber ich habe mir vorgenommen, mehr in die Institutionen hineinzugehen, um zwar eben nicht einfach nur Zettel verteilen, sondern die Leute auch direkt anzusprechen, auch wenn man eben starken Widerstand hat, macht das teilweise mit gemischten Erfolgen, und dabei lernt man auch. Ja. Ja, also man kann sich auch steigern. Ja. Universitäten als Beispiel oder Pressehäuser, ja, halte ich für sehr wichtig. Und Frieden allein, also im Inneren für sich selber zu suchen, also das funktioniert meiner Meinung nach so nicht wirklich, weil wenn die äußeren Umstände, wenn alles schon, also, nicht mehr funktioniert oder durcheinander ist, dann hat man Probleme oder der Einzelne hat dann Probleme und dann wird er mit reiner Meditation nicht viel erreichen, ja, sag ich jetzt, ja, und was. Ja, also ich würde ganz generell einfach sagen, dass ich versuchen würde, die Energie eher in Sachen reinzustecken, die irgendwie, ja, wo ich halt glaube, also ich würde nicht versuchen, so viel Energie in Sachen reinzustecken, die eigentlich nur runterziehen oder die irgendwie negativ machen. Also ich würde das eher versuchen, ins Positive zu verkehren, so ganz allgemein gehalten. Den Friedensgedanken subtil und konsequent jeden Tag weiterbringen. Den Friedensgedanken konsequent und subtil immer weiterbringen. Ich mache heuer zwei Dinge. Erstens, ich habe angefangen, Cloudbuster zu bauen. Und zweitens, ich wohne ja auf einem Bauernhof am Land und möchte jetzt endlich anfangen, diese Chance zu nutzen und sozusagen auf Selbstversorgung ein bisschen rauszugehen. Ne? Also, dass ich dann nicht mehr von diesen verdammten Lebensmittelläden abhängig bin. So in diese Richtung. Halt. Ja, ich habe auch schon ziemlich viel angefangen.
noch mehr zu verstärken, halt auch eigene Sachen zu produzieren, sich nicht ständig zu vergiften, vergiften zu lassen und auch ein bisschen mehr den Frieden zu verbreiten. Und das Wichtigste ist auch, dass man auch in der eigenen Verwandtschaft sehr bestimmte Themen auch Thema. Also ich bin der Meinung, dass eben, ich versuche mich immer mehr von Giften fernzuhalten in Lebensmitteln oder so, weil ich davon überzeugt bin, dass das Bewusstsein einschränkt. Das braucht man eben, ein offenes Bewusstsein, um offen zu sein für Lösungswege. Und, ja, mir persönlich geht es gerade nicht so gut, aber ich habe mir vorgenommen, einfach ja, abwarten und Tee trinken und ruhig bleiben. Und einen neuen Spruch habe ich gefunden auf einer Postkarte, den ich ganz lustig finde. Der heißt, du musst ja schon selber Konfetti in dein Leben pusten. Ja. Danke. Wir sind alle, ob wir es wissen oder nicht, Schöpfer unserer Realität und auch dessen, was wir hier außen sehen. 5% sind wir bewusst, 95% sind wir unterbewusst. Ratet mal, was eine stärkere Wirkung hat. Also mein Thema für dieses Jahr wird sein, Unterbewusstes bewusst zu machen, um Lösungen zu finden und in der sogenannten Realität Veränderungen zu ermöglichen. Und Friede und Freiheit hängen damit eng zusammen. Und ich glaube, es geht auch darum, ein Profil eines neuen Menschen, eines integren Menschen zu malen. Ein Mensch, der physisch, psychisch und seelisch wieder im Zentrum ist. Was die meisten überhaupt nicht sind. Ohne Kritik. Es ist einfach so. Und das ist meine kleine Aufgabe, die ich mir gestellt habe. Und ich freue mich schon sehr darauf. Ja, okay.